wenn die Moral verfällt und gute Menschen tatenlos zusehen, gedeiht das Böse. Die Gesellschaft, die nicht bereit ist, aus der Vergangenheit zu lernen, ist dem Untergang geweiht. Wir dürfen niemals unsere Geschichte vergessen. Wir dürfen niemals schutzlos sein. Den Schutz der USA stellte FBI-Chef J. Edgar Hoover über alles. FBI, put your hands up! Zuweilen auch über das Gesetz. Nun hat Oscar-Preisträger Clint Eastwood mit Leonardo DiCaprio in der Titelrolle sein Leben verfilmt. J. Edgar, vom gefeierten Verbrechensjäger auf der Straße zum gefürchteten Chef des mächtigsten Geheimdienstes der Welt. Der Film beginnt mit Hoover in den frühen 1920er Jahren und der Gründung des FBI bis in die frühen 70er Jahre, als er über sein vergangenes Leben reflektiert. Nach meiner Überzeugung muss ein Mann, der dieser Behörde angehört, sich allzeit so verhalten, und zwar sowohl offiziell als auch inoffiziell, dass selbst die geringste Möglichkeit der Kritik an seinem Verhalten ausgeschlossen ist. Er hat das Gesicht der gesamten Polizei in den Vereinigten Staaten verändert. Mit dem FBI entwickelte er eine Armee von Männern, die bis heute für die normale Öffentlichkeit ein unglaubliches Rätsel darstellt. Mr. Tolson, ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Ich möchte, dass Sie mein Stellvertreter werden. Verstehen Sie, ich brauche Sie. Erst J. Edgar Hoover führte kriminaltechnische Beweismethoden ein. Dank ihm gibt es heute Zentralregister, Fingerabdrücke als Beweismittel und all diese Dinge. Stellen Sie sich vor, wir könnten jeden Bürger des Landes zweifelsfrei identifizieren, anhand des Musters auf seinem Finger. Stellen Sie sich vor, wie schnell wir Menschen finden, die ein Verbrechen begangen haben. Er war geschickt im Umgang mit der Presse. Und er konnte mit Politikern umgehen. Selbst wenn sie wollten, konnten ihn die Präsidenten nicht loswerden, weil er gegen alle etwas in der Hand hatte. Erinnern Sie sich an die Akte, die wir über seine Frau angelegt haben? Mrs. Roosevelt. Machen Sie mir bitte eine Kopie davon. Ist das legal? Manchmal muss man die Gesetze etwas beugen, um die Sicherheit im Land zu gewährleisten. Ich finde, es ist eine großartige Geschichte. Alle Amerikaner kennen Hoover als Gründer des FBI. Ich liebe das Drehbuch, weil es eben beide Seiten von ihm zeigt. Es gab Zeiten, da hat er die Herzen der Amerikaner im Sturm erobert. Und es gab andere Zeiten, da hat er furchtbare Sachen getan. Bitte lassen Sie die Abschriften hier bei mir. Sagen Sie sie ruhig auch Ihrem Bruder, Mr. Kennedy. Sagen Sie ihm, ich habe selbst ein Exemplar. Der Präsident hat Angst. J. Edgar Hoover ist eine unglaublich wichtige amerikanische Figur über verschiedene Phasen der amerikanischen Geschichte hinweg, in die so viele bedeutende historische Ereignisse fielen. Das Blut klebt an deinen Händen, Edgar. Man bekommt einen Einblick in den Geist eines Mannes, der viele unverzeihliche Dinge getan hat, aber man versteht, warum er sie für heldenhaft und notwendig hielt. Wenn man diese Zusammenhänge begreift, kann man sie in Zukunft vielleicht verhindern. Worin genau bestehen Ihre Qualifikationen für Ihren Posten als Leiter dieser Behörde? Meine Qualifikationen, Sir? Ich weiß nicht, wem ich noch vertrauen kann. Ich durchschaue dich! Du bist ein verängstigter, herzloser, widerlicher kleiner Mann! Diese Generation muss unterscheiden können zwischen einem Schurken und einem Helden. Selbst bedeutende Männer können korrupt sein. Die persönliche Lebensgeschichte einer politischen Legende. Leonardo DiCaprio mit einer schauspielerischen Glanzleistung im neuen Meisterwerk von Clint Eastwood. J. Edgar. Ab 19. Januar. Überall im Kino.